Hallo und herzlich willkommen zu Railway Empire. Dann werde ich mal weitermachen. Okay, Anschlussprämie bis. Und da gibt's auch eine. Ist jetzt zwei nette Anschlussprämien. Ich denke, wir haben aber genug Rinder, aber ich werde es vielleicht hier direkt anschließen. So. Kleiner Bahnhof. Ah, hier hätte ich doch. Noch Rinder. Oben. Zusammenfassen kann ich dir nicht, nehme ich an. Dann im großen Bahnhof. Na, geht sich gerade nicht aus. Doch würde sich ausgehen. Mache ich da hier groß. Noch ein neuer Bahnhof. Du bist ja unermüdlich. Ups. Und Rinder, Moment, die haben wir ja da. So. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das da anschließen. Ohne dass das hier zu knapp wird. So. Ja, dann machen wir da einfach ein bisschen Mais rein. So. Louis wächst auch. Da hätte ich gern genau Keramikwerke. Omaha, wie schaut's denn hier aus? Oh, was haben wir denn hier? Das sieht aber nach Plänen aus deiner Entwicklungsabteilung aus. Dann machen wir noch was. Kansas City. Da unten hätten wir Ton. Baumwolle. Und okay, in dieser ganzen Gegend haben wir offensichtlich keine Bierproduktion. Deswegen mache ich da mal eine rein. So. So. Dann mache ich mal weiter hier drüben. Thank you.
und verpasse dem hier jetzt einmal ein Warndepot. Ein eigenes, so. So weit rauf, wie es möglich ist. Okay, da ein das hier. Was lagern wir da ein? Ja, eigentlich bräuchten wir da schon ein großes. So, wir brauchen das. Zuckerrohr, Äpfel, Kohle, Lehm. So, das brauchen wir hier für die Produktion. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. So. Das ist vermutlich zu knapp. Das kommt hier weg. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir liefern von der Archer-Domäne. Für die Bierproduktion hier. Äpfel geht noch. Zuckerrohr. Gibt es hier näher Zuckerrohr hier im Moorland? Dann machen wir mal das hier. Kleiner Bahnhof, wo haben wir denn? Bin ich blind? 40.000. So. Okay, ich mache hier da einen kleinen Abschneider rein. Damit nicht alles hier durch Louisville durchfahren muss. So. Und weg. So. Dann hier noch einen Turm. Wir fahren da jetzt durch. Ich baue den lieber aus. So. Genau. Mir da was los. So. Und Kohle noch. Ja. Kohle schickt mir los. So. Der Zuckerrohr fehlt. Das ist halt da. Ja. Schickt man halt los. Schaut's obsttechnisch aus. Ja, ich mache da noch einen extra Zug rüber.
kommt dieser Zug. Ja, ich denke, ich sollte dann... Ach, vielleicht hier eine Wartungsstation dazwischen. Schauen wir mal. Schaut's in Toledo aus. Die Stadt muss sich ja auch weiterentwickeln. Ja, das nehmen wir. Wenn wir es schaffen. Bestimmt wieder nur eines deiner kleinen Versehen. So. Aber kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? Aber ich möchte mal meine Frachtzüge ersetzen. So. So. Das war mal der Schritt. Dann will ich hier mehr hinschicken. Und dann mache ich da dazwischen eine Wartungsstation. So. So, das macht auch Sinn. So. Okay, wie war das jetzt verbunden? Jedenfalls die zwei hier zusammen. Okay. Es ist natürlich wieder zu eng hier. Na. Sich weiter versetzen, so. Okay.
fällt mir halt nicht so da rüber. Da ein bisschen Mais hinschicken zur Verteilung. Das funktioniert so. Vielleicht ist es besten. Staut mir fast ein bisschen zu viel drinnen, aber der ist schon rundherum so arg verbaut. So. Das da funktioniert leider auch nicht so, wie ich mir das wünsche. So. Die gehört nicht mir. Bauen wir aus. Da schickt man Stoffe hin. Also ich mache jetzt in den Warendepots nur mal die Dinge, die ich für die Produktion brauche. Und die anderen Produkte sammle ich in so zentralen Wartungsstationen, so Warengebäuden. So, Manuel. Da sollen nur Stoffe reingeliefert werden für die Kleiderproduktion, so, damit das mal läuft. Wo haben wir denn da den nächsten? Ah, hier. Zuckerrohr und Baumwolle. Machen wir gleich ein großes. So.
klingt wieder zu weit, so Baumwolle. Ah ja, wir haben ja noch eine Anschlussprämie. So. Na. Okay. Moment, mein Bild ist auf einmal so dunkel. Dass mein Bildschirm plötzlich was hat. Einen kurzen Moment. Okay, jetzt sieht es wieder normal aus. Keine Ahnung, was das war jetzt. Ich schon Angst gehabt, dass mein Bildschirm den Geist aufgibt. So. Ja, ich baue denen hier ein Warndepot hin. Brauche ich nicht mehr. Rinder, Baumwolle, so. Okay, Kansas City. Ja, das könnte man dann machen. Okay, das sollten wir auch schaffen mit den Passagieren hier. So. So. Louis Must. Ich mache halt hier einfach Bindung. Eine billige, einfache. So. Schaut es aus in Omaha. Schauen wir, wer Fleisch in der Umgebung braucht. Na, sind alle gut versorgt. Rock Island. Ja, machen wir dann einen Austausch. Oh, Mathe, überall aus. Meine Investitionen habe ich bei deinem Konkurrenten getätigt. Doch nur. So, Pflichtaufgaben sind erfüllt. Mit der Überwindung des Mississippi öffnete sich das Tor zu den Great Plains und die Grenze der Wildnis wurde immer weiter nach Westen gedrängt. Dort, wo die Eisenbahn regelmäßig stoppte, hielt auch die Zivilisation Einzug mit all ihren Begleiterscheinungen. »1861 hatten Kundschafter endlich eine Route gefunden, um eine vollständige Eisenbahnverbindung von Ost nach West zu realisieren.
Die zuvor noch skeptisch beäugte Vision einer transkontinentalen Eisenbahn schien zum Greifen nahe. Doch schon seit Jahren schwelte im Südosten ein Konflikt, der nun drohte, die ganze Nation in einem Flächenbrand zu verschlingen. So. Ich würde gerne noch weiterspielen. Szenario wird fortgeführt. Okay. Ein Unternehmen noch aufkaufen. So. Ticketpreise erhöhen. Sieh mal, einer deiner Züge hat eine Panne. Okay, dann würde ich nämlich Kansas anschließen. Bahnhof und Stellwerk, so. Geht das gar nicht? Hier ein Bahnhof. Oh, hast du dir das auch gut überlegt? So einem fetten Pott kannst du einfach nicht widerstehen, was? Werden wir uns dann kaufen. Bauen wir das so rüber. Schauen wir mal, welche Züge wir brauchen. Da machen wir das Gebäude hier, Wartungsgebäude. Des Moines, Columbia, Omaha. Ja, das ist klar, einmal diese Nachbarstädte. Machen wir da gleich den Gegenzug. Ja, kaufen wir uns. Hier wird ausgebaut. Dann eventuell hier unter Omaha. Kansas City, aber schauen wir mal. Ein Wartungsgebäude dazwischen. Wartungsstation. Mache ich dann einen Abschneider nach oben hin.
So. Dabei muss ich ja auch einige Züge brauchen. Ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Okay, ist jetzt nicht so extrem. Turm ist wieder im Weg. Okay, da ist jetzt auch nicht so viel los. Sioux Falls. So. Noch einen Gegenzug. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Das Holz da unten ist halt gut. Dann werde ich von hier aus versorgen. Was haben wir denn da oben? Noch Obst hätten wir, Zuckerrohr. Da unten hätten wir einiges, was man brauchen kann. Fehlt denn hier Bier? Also zumindest die zwei werden hier mal zusammengefasst. So. Holz. Das mal so. Machen wir da so dran, dann ist es etwas günstiger. Wir brauchen Holz in so einigen Orten, so. Okay. Ja. Das Holz muss ich mich da noch kümmern. Was haben wir da oben? Premier Express Linie. Mache ich Bahnhof und Stellwerk, weil die
Die Strecke nutze ich dann vielleicht später. So. Dann schickt man hier Bier wegen der Bierproduktion so hin und etwas Bier hier in das Warndepot zum Verteilen. Nicht Bier, Getreide, so. Oh je. Da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Okay. Ja, und der Turm ist hier schon wieder im Weg. So. Weil das Holz brauchen wir hier dann unbedingt. Umgekehrt. Das ist der rechte Strang. Ja, da geht sich dann nichts mehr dazwischen aus. Das kommt weg. So soll es funktionieren. Da möchte ich dann noch das Holz hingeliefert haben. Na, da ist sie hartnäckig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es eine Auswirkung hat, wenn man gleich klickt oder abwartet. Ich glaube fast nicht. Getreide haben sie da auch keins, dann machen wir das so. Und noch einen Zug. Omaha wächst wieder. Ja, die brauchen dann auch Holz, habe ich da jetzt. Ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Nach Sioux Falls. Na, dann mache ich da noch einen. Aber... da so rauf, dass nicht alle durch, was haben wir da, Kansas City durchfahren müssen. So. Dann... einen schönen Frachtzug. Ist deine neue Lok auch so schnell, wie sie aussieht?
So, dann haben wir einen hübschen Zug. Hier. So, einzelne Frachtzüge. Na, will ich jetzt nicht. So. Schaut's hier aus. Okay, dann kaufe ich das hier. Und baue die mal ordentlich aus. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Ding gekauft. So. Oh, 105 ist ein bisschen viel, aber... Tja. Können wir dann gleich brauchen. Dann füllen wir das Lager hier auch ordentlich an. Da hat mir mein Spion aber ein echtes Bonbon aus deiner Forschungsabteilung mitgebracht. Genau, da den Abschneider noch. Dann... Sollte passen, würde ich mal sagen, kaufen wir uns die Konkurrenz dann. So. Haben wir da den Abschneider? Schick. Da haben wir Zuckerrohr, das ist für... kann ich jetzt gar nicht ausbauen. Holz, das sollten sie jetzt dann eh kriegen, dann können sie wachsen. Ja, ich lasse das mal so. Jetzt habe ich mein ganzes Geld schon wieder ausgegeben. So. Schauen wir mal, wie es den Städten so geht. Baumwolle fehlt. Ins Lager 14. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr?
Erdwill, Des Moines. Wie haben wir denn das? Ich glaube, das haben wir. Aber da haben wir doch Züge, oder? Kansas City. Hm. Schaut schlecht aus. So. 9 Millionen brauchen wir. Okay, ich will jetzt auch keinen Kredit aufnehmen. Wachsen hier eh auch noch. Sioux Falls wächst jetzt. Rochester. Okay, bis da Holz ankommt. Na gut, machen wir's aber. Okay, das ist eher ein Versorgungsturm. Aber hier gibt es ein Problem. So. Indianapolis, St. Louis haben wir, glaube ich. Dann machen wir da einen Zug. Interessanterweise fehlt da anscheinend was. So. Ja. So. Bier und Schnaps. Okay, dann machen wir mal das. Na? Lasse ich das hier rein liefern zur Verteilung Gemüse.
Und dann schaue ich mir noch einmal den Osten an. Oh nein, so ein Pech aber auch. Wir haben hier viel Kleidung eingelagert und Fleisch nicht so schlimm, aber Kleidung. Schauen wir mal Kleidung. Nach Indianapolis. Weiß nicht, ob hier eine Strecke verwendet werden würde. Toledo, Indianapolis, haben wir eh ein paar Züge. Sieht meine neue Fabrik nicht einfach fabelhaft aus? Guck mal, einen reinen Frachtzug, so. Einen Expresszug. So. Hier hätten wir viel Bier. Ja, ich mache hier noch. Noch einen Frachtzug. So. Genau, wird Bier und Schnaps mitgenommen. Holz fehlt uns hier. Können wir noch brauchen, so. Habe ich das da nicht dazwischen gebaut? Welchen? Ups. Noch mehr Stoff. Ah, hier warten die Züge alle. Tyson-Domäne werde ich austauschen. Das macht mir jetzt keine großen Probleme. Na? Machen wir es doch so. Die Züge dann hier nicht so stehen und warten müssen.
So. Es dauert es halt leider ein bisschen, bis sich das hier beruhigt. Aber die Züge müssen hier oben nicht mehr warten. Das ist eh schon gut. Was ist das hier? Los, rück mal ein Stückchen mit deinem Bahnhof zur Seite. Hier ist genug Platz für uns beide. So. Was ist dieser Kohlhof? Ups, Kohle. Da könnte ich noch Züge machen. Auch da wäre Salz. Ja, aber dann. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Schicke ich hier mal Salz rein noch. Da noch Gemüse bisschen, so. Kein Käse. Es ist relativ viel los, aber ich glaube, da brauche ich einfach hier eine Umfahrung, wenn sich das irgendwie ausgeht. So. Schaut mir sehr knapp aus. Da so kriegen wir es nicht hin. Anscheinend liefert mein Konkurrenz eh hin. Das kann ich auch ausbauen. Dann lasse ich das mal so. Ja, das hier ist ein Problem.
Es werden hier alles entlang Toledo, Chicago. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Okay. Ach, hier mal so eine Verbindung rauf. Vielleicht hilft mir das ja. Hier eine Wartungsstation dazwischen, so genau. Wartungsstation. Na. Na, dann kann ich hier eventuell die das Holz direkt hinschicken. So. Ja, ungefähr so. Dann mal hier so rein. Dann noch auf. Diese Strecke runter würde ich noch gern eine Verbindung haben. Wenn es geht. Es ist da blöd. Alles sehr, sehr beengt. So. Hier fehlt noch was. So. Vielleicht teilt sich das ja jetzt ein bisschen hier auf. Genau, die Harris-Rodung fährt jetzt da durch. Jetzt haben wir halt hier 100%, hier 114. Dann werde ich noch hier eine extra Umfahrung machen. So.
Ja. Aber da passt Jay. Wer denn die? Nein. Ah, ich hab das da verkehrt. Sehe schon. Dann wird Chicago auch umfahren. Jetzt geht das natürlich nicht. Das nämlich hier nicht zu knapp machen. Ich probiere es von hier oben. So. Jetzt ist es hier zu knapp. Hat es eigentlich. Moment, mach's neu. Also nicht zu knapp an diesem Gebäude entlang. So, da. Machen wir mal so grob. So, dann hier ein bisschen Abstand. Dann egal. Na, machen wir da auch ein bisschen im Bogen. So, ich denke, dass der Streckenabschnitt wirklich viel bringt. So. Da. Ich mache da noch einen extra, na, da mehr eine Wartungsstation. So, da sollte jetzt genau viel entlang fahren. Hier ist gefallen die Auslastung. Hier, naja. Ist halt so. Columbia habe ich nicht, Memphis auch nicht, Chicago. Okay, interessant. Hier ist Rock Island, hier. Jetzt werde ich wieder unterbrochen. Sag mal, bist du schwer von Begriff? Ich habe bereits geboten. So, da haben wir viel Fleisch. Da
mach meinen Gegenzug. So. Mach dir nichts draus. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? Ja, da bauen wir aus. Ja, ich glaube, das muss ich hier erst ein bisschen verteilen, alles. Von Toledo. Ja, ich glaube, das kann ich fast noch mehr ausbauen. Da fiel ein Lager. Ich mache da noch einen so. Ups. So. Können wir auch noch mehr Milch verteilen. Okay. Das brauchen wir jetzt halt eher nicht, aber ich will die Prämie haben. Na? Da könnte man wirklich Bretter einlagern. So. Man kommt vom Hundertsten aufs Tausendste. So, da machen wir. Mach dir keine Sorgen. Deinem Mitarbeiter wird es bei mir an nichts fehlen. So. Versprochen. Das müssen wir manuell machen. Bretter hinschicken. So. Gleich noch einmal so. Kohle und Erz haben wir. So. Hier wird Werkzeug produziert, ja, yep. Wird es. So. Okay, müssen wir kurz warten. Es ist gestiegen. Oh nein, so ein Pech aber auch.
Schick mir da Erz hin. Wie schaut es holztechnisch aus? Ja, da können wir noch Holz zur Verteilung schicken. Und Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Gegenfrachtzug, so. Von der Foster Farm. Kommt vom 100. aufs 1000. So. Dich stört es doch nicht, wenn ich dir ein wenig in die Karten schaue, oder? Ja, kauft man halt. So. Oder bieten wir mal, sagen wir so. Ich brauche es eigentlich nicht wirklich. So. Du brichst mir das Herz, Sweetie. Aber so ist wohl das Spiel. Sieh es als eine Lektion an, wie man sich bei einer Auktion nicht verhält. Schauen wir mal. Na? Ja, wir sind Bezugführer. Wir haben alle Aufgaben erledigt, auch die optionalen. Schauen wir mal. Schauen wir nochmal die Bewertung an. Zugführer. Spieldaten. Ich hätte halt gerne eine detaillierte Aufschlüsselung, was das genau bedeutet. Ich meine, Bewertung des Schwierigkeitsgrads ist bei der Kampagne sicher vorgegeben. Konkurrenten auch. Karte. So, jetzt hätten wir da halt mehr Platz, aber nachdem jetzt alles erledigt ist, oh nein, da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Okay, da hat noch wer Käseproduktion gemacht. So. So.
So, gibt es jetzt eigentlich auch mehr Industrien? Okay. Ich dachte, dass eventuell dadurch, dass wir die Konkurrenz das ja aufgelöst haben, dass dort vielleicht mehr Industrie frei wären jetzt, aber anscheinend funktioniert das nicht so. So. Lass mich dir zeigen, wie man das macht. Ach, Madison. Madison haben wir eigentlich da drüben. Mach dir keine Sorgen. Deinem Mitarbeiter wird es bei mir an nichts fehlen. Versprochen. Okay, jetzt haben wir da die Probleme. Ja. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Hier. So, ja, ich würde mal sagen, ich höre jetzt auf. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.